Anja fragt, mich interessiert, ob und wie man Facebook-Ads für Online-Kurse einsetzen kann, die zwischen 100 und 400 Euro kosten. Anja fühlt sich verunsichert davon, dass Facebook-Ads immer nur für hochpreisige Angebote empfohlen werden und immer nur im Zusammenhang mit einem Funnel. Wenn du dich auch fragst, ob Facebook-Ads für dein Online-Business Sinn machen und ob du damit direkt Produkte verkaufen kannst, dann hör unbedingt weiter zu. Bevor ich dir erkläre, wie du Facebook-Ads für dein Online-Business und deine Online-Kurse einsetzen solltest, lass uns mal über das Daten sprechen. Vielleicht bist du Single, vielleicht auch nicht, aber du stimmst mir sicherlich zu, dass Dating bestimmten Spielregeln folgt. Stell dir vor, du bist bei Parship, du legst ein schönes Profil an, damit du Interessenten anziehst. Und vielleicht findest du selbst auch einen interessanten Mann oder Frau und schreibst die an. Dann wirst du vielleicht erstmal eine ganz oberflächliche, banale Nachricht schicken. So, hey, klingt ja spannend, was du schreibst. Ich bin Sandra. Dann kriegst du vielleicht eine Nachricht zurück, schreibst zwei, dreimal hin und her. Und wenn du dann denkst, okay, das scheint kein Psychopath zu sein, schickst du vielleicht auch deine Telefonnummer und sagst, hey, wollen wir mal telefonieren? Wenn das Telefonat auch gut läuft und der Typ sich immer noch nicht als Psychopath erweist, dann gehst du vielleicht auf dein erstes Date. Das erste Date ist vielleicht nur ein Kaffee, damit du zur Not schnell wieder raus kannst, wenn sich der Typ spätestens dann doch irgendwie als nicht ganz passend erweist. Und wenn das erste Date gut läuft, dann gehst du beim zweiten Mal vielleicht essen, beim dritten Mal auch, beim fünften Mal geht ja die Kiste und so weiter und so fort. Spielregeln. Beim Verkaufen ist es eigentlich genauso. Es folgt dem gesunden Menschenverstand. Wir folgen bestimmten Spielregeln. Und wenn sich jemand zu schnell bewegt, egal ob beim Daten oder beim Verkaufen, dann empfinden wir das als bedrohlich, als gruselig oder als einfach nur seltsam. Dann kommen wir jetzt zu deiner Facebook-Anzeigenstrategie. Aber bevor wir zu deinen eigentlichen Facebook-Anzeigen kommen, sind hier drei Dinge, die du unbedingt wissen solltest, bevor du deine Facebook-Anzeigen planst. Punkt Nummer 1. Kontakte haben unterschiedliche Qualitäten. Es gibt kalte Kontakte, warme Kontakte, heiße Kontakte. Kalte Kontakte sind Menschen, die noch nie von dir gehört haben, die dich nicht kennen und die vielleicht auch gar nicht wissen, dass es die Lösung gibt, die du anbietest. Warme Kontakte haben schon mal von dir gehört, die lesen vielleicht deine E-Mails, das sind vielleicht deine Facebook-Fans. Du tauchst immer wieder mal in deren Universum auf, vielleicht im Facebook-Feed. Und die wissen, wer du bist und die wissen auch, was du anbietest. Und heiße Kontakte sind Kunden, Leute, die schon bei dir gekauft haben, vielleicht sogar wiederholt schon bei dir gekauft haben, Leute, die dich total toll finden und auch weiterempfehlen. Kalte, warme, heiße Kontakte. Wenn wir ans Verkaufen gehen, ist es so, dass es am allereinfachsten und günstigsten ist, heißen Kontakten etwas zu verkaufen, sprich bestehenden Kunden etwas zu verkaufen. Danach kommen die warmen Kontakte, am einfachsten ist es nach den heißen Kontakten, den warmen Kontakten etwas zu verkaufen. Das sind Menschen, die dich schon kennen und schon wissen, was du anbietest. Und am schwersten und am allerteuersten ist es, wildfremden Menschen etwas zu verkaufen, also den kalten Kontakten. Den zweiten Punkt, den du beachten musst, Facebook ist for fun. Wenn du zu Google gehst und du hast eine Frage, dann werden dir konkret zu dieser Frage Angebote und Lösungen vorgeschlagen in Form von Anzeigen und Blogartikeln. Anja bietet Hundetraining an und speziell Treibball- und Klickertraining. Das heißt, wenn jemand bei Google sagt, Anleitung für Treibball, dann könnte Anja eine Anzeige ausspielen, wo sie auf ihre Webseite oder auf ihre Kursseite verlinkt und das wäre eine konkrete Antwort auf eine Anfrage, die jemand bei Google schon stellt. Das ist eine spezifische Suche. Bei Facebook hingegen sind wir zum Spaß. Das heißt, wir gehen durch unser Newsfeed, wir sehen, dass Beatrice gestern mit Sandra bei Onkel Ho essen war und geshootet hat. Und dann kommt deine Anzeige als fetter Störer zwischendrin. Und vor allem, wenn du eine Produktanzeige hast und sagst, jetzt kauf meinen Kurs. Und dann sehe ich das. Und das Problem ist, wenn du diese Anzeige ausspielst bei Facebook, das Targeting funktioniert nach Verhalten und Interessen. Das heißt, deine Anzeige spielst du aus an Leute, die Hunde haben und die sich vielleicht auch für Hundesport interessieren. Du weißt aber noch nicht, ob diese Leute überhaupt schon wissen, dass es sowas wie Treibball gibt und geschweige denn, weißt du, ob die Bock haben, einen Kurs für 400 Euro dazu zu kaufen. Das heißt, deine Anzeige hat hier einen sehr hohen Streuverlust. Der dritte Punkt ist, du musst vor dem Verkauf Vertrauen aufbauen. Wenn du deine Produktanzeige für einen Kurs an kalte Kontakte ausspielst, an Leute, die dich überhaupt nicht kennen und nicht wissen, wer du bist, was du machst und wie gut du bist,
dann werden die nicht kaufen, weil das empfundene Risiko, 400 Euro auszugeben für etwas, was ich nicht kenne, sehr hoch ist. Was den Leuten außerdem fehlt, wenn die nur deine Anzeige sehen, die haben überhaupt keine Informationen zu, bleiben wir bei Anjas Beispiel, zu Anja, zu der Art und Weise, wie sie das Ganze macht, wie sie arbeitet. Wir wissen nicht, hat sie schon Erfolgsbeispiele. Das heißt, die einzige Information, die ich habe, ist diese Facebook-Anzeige für einen Kurs. Und wenn ich dann noch bereit bin zu klicken, dann sehe ich die Sales-Page zum Kurs. Aber diese Bereitschaft überhaupt erstmal mitzubringen, zu sagen, ich klicke eine Werbeanzeige für einen Kurs, um mir dann die Sales-Page durchzulesen, die ist sehr, sehr, sehr gering. Das heißt, den Leuten fehlen schlichtweg die Informationen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Es ist also verdammt schwer, einer wildfremden Person auf Facebook direkt was zu verkaufen, weil diese Person einfach ein hohes empfundenes Risiko hat, weil sie kein Vertrauen in dich hat und dich nicht kennt. Deshalb, diese Ads, die man auf Facebook sieht, ich sehe die zum Beispiel gerade immer für Events, arbeiten mit Dringlichkeit, mit Rabatten, da wird für das Event des Jahres das letzte Ticket angeboten, dann aber zu einem 90%igen Rabatt für nur 20 Euro für eine Veranstaltung, die eigentlich ausverkauft ist, wo man sich fragen könnte, wenn die Veranstaltung ausverkauft ist, wieso ist das Ticket dann so billig? Es wird alles dafür getan, damit die Leute irgendwie kaufen, weil es so verdammt schwer ist und deshalb müssen so viele Techniken eingesetzt werden. Diese Rabattschlacht ist keine gute Strategie, wenn du als Experte und als Premium-Anbieter wahrgenommen werden willst. Nachdem du jetzt die wichtigen Basics kennst, hier ist die Facebook-Ad-Strategie, die ich dir empfehle. In Schritt 1 willst du überhaupt erstmal Zielgruppen aufbauen. Das heißt, du willst kalte Kontakte anziehen und anwärmen. Das geht am besten, indem du Anzeigen schaltest für deinen Content. Zum Beispiel für deine Blogartikel könntest du Anzeigen schalten. Du könntest deine Facebook Lives oder auch die Videos, die du bei Facebook hochlädst, mit Anzeigen bewerben und baust dir so Zielgruppen auf. Du baust dir so Zielgruppen auf mit Webseitenbesuchern, mit Leuten, die deine Videos geschaut haben, die deine Facebook Lives geschaut haben. Und natürlich baust du auch deine Facebook-Fans auf, denn die werden automatisch wachsen, je mehr Anzeigen du schaltest. So baust du Zielgruppen auf, die schon mal mit Menschen, die schon mal gesagt haben, das könnte interessant sein, was du mir da zeigst auf Facebook. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt willst du dann mit einem Leadmagneten, einem Freebie, einem Gratisgeschenk dafür sorgen, dass die Leute zu dir auf deine E-Mail-Liste kommen. Denn da haben die wieder ein Stück mehr gezeigt, ich habe Interesse an deinem Thema. Ja, ich interessiere mich für Treibball und habe einen Hund und will dazu was lernen, um mal bei Anjas Beispiel zu bleiben. Und diesen Leuten dann im nächsten Schritt per E-Mail einen Online-Kurs zu verkaufen, ist der absolut sinnvollste Weg, weil die haben schon gesagt, ja, ich habe Bock auf dein Thema und wenn du denen was anbietest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die kaufen, viel größer und die werden auch viel weniger genervt sein, weil du die vorher schon mit tollen Inhalten begeistert hast und die dir das dann auch nicht übel nehmen, wenn du in der dritten, vierten, fünften E-Mail sagst, so, ey, ich hätte hier auch was zu verkaufen. Es ist viel günstiger, dir zuerst diese Zielgruppen aufzubauen und dann an diese Zielgruppen, aus denen du auch Lookalikes erstellen kannst, wenn du das nicht verstehst, kein Problem. Das sind Zielgruppen, die deinen Webseitenbesuchern oder deinen Fans ähnlich sind. Wenn du diesen Leuten dann dein Freebie ausspielst und die für deine E-Mail-Liste gewinnst. Es ist günstiger, einen E-Mail-Kontakt zu gewinnen mit einer Anzeige, als jemandem direkt einen Kurs auf Facebook verkaufen zu wollen. Hier siehst du mal ein Beispiel von mir. Ich möchte meinen Online-Kurs online profitabel verkaufen. Das heißt, ich habe schon diese Zielgruppen in den letzten Jahren gesammelt. Das heißt, ich habe bei Facebook schon meine Fans, ich habe die Webseitenbesucher und Leute, die meine Videos schauen, als Zielgruppen angelegt. Also Leute, die warm sind und schon gesagt haben, ja, ich habe Interesse. Und jetzt habe ich einen Leadmagneten, den Vier-Fragen-Test entwickelt, weil ich weiß, dass Leute, die sich dafür interessieren, wahrscheinlich auch meinen Online-Kurs kaufen wollen. Und ich spiele diesen Leadmagneten an meine Zielgruppen aus mit einer Anzeige und gewinne so Interessenten für dieses Thema und kann den später mit E-Mail und mit einem Webinar meinen Online-Kurs verkaufen. Und das ist der Weg, den ich dir auch empfehlen würde zu gehen. Und jetzt interessiert mich, wie findest du diese Herangehensweise oder welche Erfahrungen hast du schon mit Anzeigen auf Facebook gemacht? Schreib mir im Kommentar unter dem Video deine Antwort. Und wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und wie immer, denk daran, nur Taten bringen Ergebnisse. Und da macht es Sinn, wenn wir uns Text vergessen. Hier müssen wir einen Cut machen. Hier hat Sandra den Faden verloren. Nee, Moment, wir machen aber direkt weiter.